Die letzte Aktion, der Keeper hält den letzten Schuss und so jubelt jemand, nachdem er unter der Woche seinen Vertrag verlängert hat und dazu noch gewinnt. Und dabei ging es alles andere als gut los für Lukas Hiemann. 5. Minute, Bürger mit dem Pass in die Schnittstelle und Florian Hantsch das 1:0. Das ging schnell. Hantsch mit dem Jubel über sein 4. Saisontor. Keeper Hiemann wird hier auch ziemlich alleine gelassen. Hantsch schockt die Zwickauer früh. 5. Minute, 0:1, bupp. Da hat man auch gefühlt, so eine Schockstarre insgesamt. War sehr ruhig hier im Stadion. Da hat man so die ersten 10, 15 Minuten wenig Konstruktives. Der FSV dann endlich aufgewacht. 20. Minute, Zimmermann. Zedlak ist da, 5-Tore-Mann. Zimbo Zimmermann wieder zurück in der Startelf. Und hier köpft er etwas zu zentral auf den starken Zedlak. Die Gäste hinten jetzt eingeschnürt. Martens mit einem schönen Chipball. Der ZFC nicht sortiert. Zimmermann, Könicke und Hermann. Jetzt aber das verdiente 1:1. Die ZFC-Abwehr zu zögerlich, zu weit weg. Und das bestraft der FSV. Hermann trifft komplett blank zum 1:1 Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel wieder ein starker Beginn der Gäste. Bürger scheitert an Hiemann. Der ZFC nutzt 2-3 solcher Chancen nicht. Und dann musst du in Führung gehen, musst das Spiel gewinnen. Und dann kommt es, wie es im Fußball ist. Haben wir bei einer Flanke Boxzuordnung nicht so gut gehabt, hat Zwickau ausgenutzt. Von daher ist es schon hart und ja, sehr glücklich für Zwickau, dass sie gewonnen haben. Das Ganze eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Der FSV mit frischem Personal und wieder Zug zum Tor über die Außen. Sengersdorf mit der Flanke, Dorbruna das 2:1. Der Joker sticht und dreht das Spiel aus dem Nichts. Der ZFC hat die hundertprozentigen Chancen und der FSV Zwickau gewinnt. Georg Martin Leopold komplett bedient, anders natürlich Rico Schmidt und sein Joker. Und das freue ich mich für ihn, ganz persönlich für die Mannschaft, dass wir dann so einen dreckigen Sieg, Arbeitssieg eingetütet haben. Hinten raus mussten wir noch mal schwitzen, aber wir müssen uns trotzdem steigern wieder, fußballerisch dann steigern. So ein Durchhänger wie in der zweiten Halbzeit, die können wir uns dauerhaft nicht leisten. Der FSV Zwickau punktet weiter, zieht an den Zipsendorfer vorbei, die noch eine Weile von ihren vergebenen Chancen und Keeper Hiemann träumen werden.